Warum tun sich denn spirituelle Menschen so schwer mit dem Geld? Ach, das ist eine so super Frage. Die werden wir jetzt hier mal ausführlich beantworten. Sehr gerne. Also es gibt ja diesen Glaubenssatz, den ganz viele noch hier auch in sich haben wahrscheinlich. Und der kommt so ein bisschen aus der fernöstlichen und aus der yogischen Tradition, dass du ja, wenn du vollkommen aufgestiegen bist, überhaupt gar kein Geld brauchst. Und wir haben alle diese Gurus. Oder als Guru brauchst du nicht Geld. Als Yogi, der sich völlig entsagt dem Materiellen, brauchst du kein Geld und keine Sexualität. Ein Guru sitzt in seiner Höhle und wird versorgt. Ein Weiser wird versorgt. Buddha wurde versorgt. Jesus wurde versorgt. So, ich glaube, dass das die Wurzel ist, ich finde das Wort ja so schön von deinem Kongress, dessen, warum wir als spirituelle Menschen immer noch glauben, man braucht gar kein Geld. Und das ist ein riesen Missverständnis, weil wir leben hier in einer materiellen Welt. Genau. Wir sind weder Jesus noch Buddha noch ein Guru noch ein, weiß ich nicht, ein Yogimeister, der versorgt wird vom Dorf. Das ist nicht mehr so. Das ist vielleicht noch in Indien so, aber selbst wenn du dahin gehst, wird das nicht passieren. Und da ticken, da ist eine Bewegung entstanden, die Geld verteufelt hat. Dann kommt's ja, dann gibt es der zweite große Grund ist, bei Spirituellen, dass das Ego so verteufelt wird. Das Ego, das böse Ego. Wir wollen uns ja vom Ego lösen. Wir sind ja alle eins und wir sind gar nicht Ego und Egoismus. Und Geld wird grundsätzlich, also materielles und Geld und Wohlstand oder Reichtum wird dem Ego zugeschrieben. Warum? Weil wir diese Bilder haben, großes Auto, großes Haus, tolle Reisen, teure Kleider. Und diese Bilder wirken in uns und sagen, aber ich will mich doch vom Ego lösen. Mein großes Ziel ist ja diese komplette Ausdehnung. Das Ziel von Spiritualität, Leben ist ja auch eigentlich eine Alleins, die Erleuchtung. Und ein Erleuchteter braucht kein Geld. Denken wir. Und ich meine, sozusagen, das sind mal zwei Punkte. Und der dritte große Punkt ist der, dass viele Menschen, die spirituell sind, an sich schon dieses große Herz haben, mit anderen Menschen helfen zu wollen.